Darf euch recht herzlich willkommen heißen zur Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auftakt am kommenden Sonntag in Hartberg. Bei mir heute Cheftrainer Miroslav Klose und unser Rückkehrer Lukas Jäger. Miro, mit dem Spiel am Sonntag geht eine, wobei zu Ende gegangen ist die vergangene Woche, aber eine kurze und intensive Vorbereitungszeit geht jetzt zu Ende und die Bundesliga startet wieder. Wie sehr ist bei dir das Kribbeln schon zu spüren? Ja, schon sehr. Also ich glaube, es ging letzte Woche mit dem Pokalspiel los. Da hat man schon mehr Kribbeln gefühlt wie vorher gehabt. Und jetzt vor allem beim ersten Punktspiel kribbelt es ein bisschen mehr. Ich glaube, auch das Gefühl habe ich in der Mannschaft gehabt, dass die voller Vorfreude ist und dass es bei ihr genauso ist. Lukas, für dich dein erstes Bundesligaspiel für den SC Rathenow nach etwas mehr als 5 Jahren. Mittlerweile doch auch eine andere Rolle. Wie sehr siehst du dich schon in dieser Führungsrolle jetzt nach der kurzen Vorbereitung? Ja, ich möchte Verantwortung übernehmen, ganz klar. Wir haben da viele junge Spieler, denen möchte ich bei der Entwicklung unterstützend beistehen. Und ich hoffe immer, dass wir eine gute Rolle spielen können diese Saison. Bitte um eure Fragen. Miro, diese Vorfreude, kannst du die ein bisschen konkretisieren? Hat das ja mit der Vorfreude auf die Meisterschaft zu tun oder mit der Vorfreude, was jetzt die Mannschaft auf den Platz bringen wird? Oder auch für dich selber die Vorfreude auf dieses doch auch neue Traineramt? Eigentlich ist von allen dreien was dabei. Also sicherlich auf die Saison freue ich mich ungemein. Dann auch dass die auf die Mannschaft, ja, dass die gewisse Dinge wieder umsetzt, dass wir vielleicht versuchen, noch weniger Fehler zu machen, wie es jetzt im Pokalspiel der Fall war. Aber das ist, wie ich schon angesprochen habe, in Prozess bei der Mannschaft. Und deswegen bin ich froh, dass es losgeht. Und auch ich persönlich, ich spüre eine Vorfreude. Ja, das ist das zweite Pflichtspiel als Trainer und ja, und deswegen überwiegt absolut meine Freude. Um ein bisschen in deine Überlegungen einen Einblick zu bekommen, ist der Trainer Miroslav Klose eher einer, der auf die Situation, auf den Gegner bedingt von der Mannschaftsaufstellung denkt, oder einer, der eher das Vertrauen in die Mannschaft weitergibt, indem man kontinuierlich mit derselben Mannschaft spielt? Ja, auf die Frage kann ich nur antworten, die Mannschaft weiß, was ich für eine Art Trainer bin und die Mannschaft weiß auch, dass du vielleicht auf gewissen Positionen Stammkräfte hast, aber von Montag bis Freitag, dass das für mich wichtig ist, was im Trainingsplatz passiert. Ja, ich muss da ein gutes Gefühl für die Spieler bekommen, für die Mannschaft bekommen und natürlich hat das auch was damit zu tun, wie der Gegner, ja, welche Stärken und Schwächen der Gegner hat. Und das sind so meine Überlegungen, die ich mir mache. Und Stand jetzt, sage ich, sind 8 Positionen besetzt und um 3 ist so 50-50 Chance. Ja. Trainer, Sie haben ja schon gesehen, jetzt die Wege da in Österreich sind, obwohl wir nicht so groß sind wie Deutschland, oft mühsam da zum Kap, nach Hartberg, das kennen Sie noch nicht. Wie plant ihr die erste Auswärtsfahrt in der Meisterschaft? Ja, wir haben das Training ein bisschen uns danach gerichtet, also wir werden dorthin fliegen, ja, dementsprechend haben wir das Training auch verschoben. Wir werden vorher ein Mittagessen zu uns nehmen, dann trainieren, dann 2 Stunden nach Innsbruck fahren, fliegen und dann geht es ins Hotel und Abendessen. So ist die Fahrt geplant. Soviel ich weiß, war Werner Grab ja am vergangenen Wochenende beim Cup-Spiel von Hartberg in Leoben. Gab es da neue Erkenntnisse vom Gegner? Ja, sicherlich. Also ich habe jetzt nur die paar Spiele vom letzten Jahr gesehen, weil die Mannschaft sich jetzt nicht groß verändert hat, nur auf ein paar Positionen.
Und ich habe die vom letztes Jahr analysiert, habe jetzt dieses Cup-Spiel analysiert und ja, natürlich tauscht man sich da aus, ne, weil jede Information, wo man bekommt und vor allem, wenn man frisch hier ist und die Mannschaft noch nicht so gesehen hat, sind alle Infos wichtig. Aber natürlich auch das, was wir umsetzen wollen, ja, was so ein bisschen meine DNA ist, was ich sehen möchte. Ja, und wenn wir das schaffen, umzusetzen, dann bin ich wirklich guter Dinge. Weiß natürlich die Statistik, was die letzten 10 Spiele war und etc., aber ich bin neu hier und alles, was Vergangenheit war, ist Vergangenheit und es geht bei null los und das ist halt die Chance auch für die Spieler. Wenn man schon die Statistik bemüht, kann ich vom Lukas die Statistik gegen Hartberg im Alltag-Dress, er hat noch nie verloren, auch wenn es zweite Liga war. Frage an euch beide, was erwartet der Trainer von Lukas? Und Lukas, was erwartest du jetzt nach 5 Jahren Absenz jetzt in Alltag? Also deswegen spielt der Lukas morgen, ist einer von den 7, weil wenn man acht, ja, wenn man Statistik geht, dann muss er ja spielen. Wir wollen ja erfolgreich sein. Und ja, nein, ich bin froh. Der Lukas ist ein Teil, so wie er gesagt hat, der unterstützt. Der ist so ein Bindeglied, ein verlängerter Arm auch auf dem Feld. Und jeder Trainer kann froh sein, dass er so einen Spieler in der Mannschaft hat. Ja, was ich mir da erwarte, also ich denke, es hat sich extrem viel getan da im Alltag. Campus, Stadion und so, das hat sich extrem weiterentwickelt, kann man nicht mehr vergleichen, wie es vor 5 Jahren war. Und jetzt gilt es einfach sportlich auch wieder in die richtige Richtung zu gehen, dass wir da alle gemeinsam anpacken und erfolgreichen Fußball zeigen. Dass wir die Leute da im Schnabelholz begeistern können und ja, einfach jedem muss bewusst sein, dass es nur gemeinsam geht da im Alltag. Und das werden wir versuchen, dass wir das möglichst schnell hinbekommen. Wie sieht der Kader aus gegen Hartberg? Fehlt jemand und gibt es noch Änderungswünsche, also dass es noch Verstärkungen braucht oder jemand, der noch gehen soll? Also auf die zweite Frage vorne wegzunehmen, wir schauen uns um. Natürlich schauen, was wir bekommen können, aber Der Kader ist momentan zu groß, nicht dass wir müssen erstmal ein paar Abgänge haben, bevor wir wieder neu investieren und uns umschauen. Aber wir sind die ganze Zeit und ständig am Schauen und im Austausch auch mit den dementsprechenden Leuten. Der Kader ist so, dass ich mich jetzt für Spieler entschieden habe, die jetzt noch ein bisschen hinten dran sind. Also es ist Felix Strauß und Schreiner, Emanuel sind ein bisschen angeschlagen gewesen, grippale Infekte bekommen, die lasse ich draußen. Und dann sind die Reha-Spieler, dazu gehört Abdianovic, Bischof und Griezmann. Die sind noch nicht so weit. Amir Abdianovic hat die Woche erst mit Mannschaftstraining begonnen, der ist auch noch nicht so weit. Der wird auch morgen nicht zweite Mannschaft spielen, weil ich finde, dass das zu früh ist. Amir Abdianovic. Und der Rest, der nicht im Kader ist, der hat heute Abschlusstraining in der zweiten Mannschaft. Und dann wird der zweite Mannschaft spielen. Ja. Lukas, deine Zeit in Graz ein bisschen zu konstruieren oder zum Nachdenken. Kennst du natürlich auch Hartberg gut als Spieler an die Derbys, die steirischen Derbys. Was ist das so, was ist auf dem Feld als Spieler, was euch dort erwartet in Hartberg? Ja, eine sehr spielstarke Mannschaft, wenn man sie spielen lässt, denke ich. Das ist schon sehr wichtig, dass man da aggressiv dagegen hält und ja, die Spielfreude bei den Hartbergern nicht aufkommen lässt. Lukas, du hast vorher von einer Einheit oder von gemeinsam gesprochen. Hast du das Gefühl, dass die Mannschaft schon wirklich eine Einheit geworden ist? Ja, ich habe ein sehr gutes Gefühl. Also jetzt in der kurzen Zeit, wo ich da bin, die Gemeinschaft passt. Wir haben sehr viel Freude beim Training, es macht Spaß und jeder ist gewillt, dass man sich weiterentwickelt.
Die Offensive war so das letzte Stückchen, das du gesagt hast, dass du angehen möchtest in der Vorbereitung, die Woche vor dem Cup-Spiel. Ich denke, es wird sich ja weiterziehen, aber was hat sich geändert oder was ist für euch am Positiven hinzugekommen, dass TBD noch jetzt da ist? Ja, es ist eine absolute Verstärkung. Er bringt was mit, was wir in der Mannschaft noch nicht hatten. Ja, dieses Unbekümmerte und Unberechenbare. Genauso mit Jan Jucic und mit Fosson. Ja, wenn ich die Neuzugänge jetzt in der offensiven Abteilung sehe, also die sehr viele Stärken haben und der gegnerischen Mannschaft wirklich wehtun können. Ja. Das hat man ja bei Fosson gesehen, diese Abschlussstärke um den 16er herum, zögert nicht lange und fackelt drauf mit einer sehr guten Schusstechnik, ja, versehen. Und genauso ist es bei den anderen zwei. Ja. Wir müssen gefährlicher werden, das ist so ein bisschen die Analyse vom letzten Jahr und uns einfach mehr Chancen herausspielen, um auch dann das ein oder andere Tor zu machen. Ja, das muss die Mannschaft machen und deswegen haben wir gewisse Verstärkungen dazu genommen und jetzt gilt es halt für mich, diese Puzzleteile zusammenzusetzen, auf den Gegner dann auch bezogen und ja, das ist nur von Vorteil für einen Trainer, wenn man, sage ich mal, doppelt besetzte Positionen hat und da gekämpft wird und dementsprechend ist das Niveau auch im Training. Und das freut mich als Trainer. Gibt es noch Fragen? Die Diskussion in Österreich gibt es schon seit die Punkteteilung da ist, über die Punkteteilung dann, Meistergruppe, Qualifikationsgruppe. Wie sehen Sie das? Ja, das ist schon ein länger Thema. Natürlich habe ich mich auch damit beschäftigt und wir als Mannschaft, wir haben natürlich vor dem Saisonstart auch ein klares Ziel, welche Richtung es gehen soll. Ja, natürlich ist es, das hat man ja bei Altach jetzt beim letzten Spiel, dieser halbe Punkt, das war dann natürlich Gold wert. Ja, aber es ist für mich jetzt, weil ich neu bin, schwierig zu sagen, ob ich das eher positiv oder negativ sehe. Positiv wäre es bestimmt, wenn wir über dem Strich stehen, weil da müssen wir uns keine Gedanken machen. Und das wäre schön, wenn es dann letztendlich so wäre. Aber wir müssen die Kirche im Dorf lassen und so wie ich es letztes Mal gesagt habe, Schritt für Schritt die richtigen Dinge tun, ja, und uns da kontinuierlich weiter verbessern. Und die Mannschaft, das habe ich auch betont, die ist lernwillig, die möchte Sachen umsetzen und das ist für mich als Trainer schön zu sehen. Jetzt ist es die erste Saison wieder ohne Corona-Einschränkungen, was vor allem für die Fans super ist. Macht man sich da irgendwelche Gedanken für den Herbst, dass da was kommen könnte? Bereitet man sich da auf irgendwas vor? Nicht wirklich. Also es ist, glaube ich, noch zu weit weg. Wir wissen alle, sobald es wieder in die Innenräume geht und dass das wieder ein Thema ist, das ist klar. Aber ich habe jetzt noch nicht die Zeit gehabt, unsere ganzen Hygienekonzepte durchzugehen mit unseren 5 Ärzten. Deswegen, das steht alles noch an, wenn es dann in diese Richtung geht. Aber ich hatte viele, wenn nicht sehr viele andere Sachen zu tun, um mich momentan mit diesem Thema zu beschäftigen. Gibt es etwas, was Sie oder was du vermisst jetzt nach 4 Wochen im Vorarlberg? Dass vielleicht ein bisschen öfters regnet und ein bisschen schattiger ist. Also das war schon ein bisschen zu viel Sonne.